Die neueste Bademode präsentieren sie nicht. Aber wo sie auftauchen, da erwecken sie Neugierde. U-Bahn-Haltestelle Danziger Platz. Eine von dreien im Ludwigshafener Untergrund. Hier werden sie erwartet. Nicht der Theatervorhang, die Straßenbahn gibt die Bühne frei. Erstmalig in der Geschichte der Verkehrsbetriebe beginnt eine Vorstellung an einer U-Bahn-Haltestelle. Der Danziger Platz wird zum Tanzplatz. Nach gekachelten Ansichten von Danzig ist die Haltestelle der Stolz der Verkehrsbetriebe. Drei Mexikaner aus Mexico City und eine deutsche Tänzerin bringen etwas Großstadt-Flair in den Ludwigshafener Untergrund. Gleiskörper heißt die Choreografie, die extra für diesen Raum geschrieben wurde. Es ist wirklich ein ganz anderes Gefühl, an solchen Plätzen Aufführungen zu machen, wie zum Beispiel im Theater, was von vornherein eine geschützte Atmosphäre ist, wo jeder davon ausgeht, dass da passiert Kultur. Da ziehe ich mich schick an, da bereite ich mich vor, jetzt gehe ich zur Kultur. Tanztheater dicht am Schienenstrang, das schafft Sicherheitsprobleme. Nicht selbstverständlich, dass die Verkehrsbetriebe überhaupt mitmachen. Ja, den Verkehrsbetrieb in Ludwigshafen ist also die Sache etwas wert. Und wir sind auch bereit, eine Bahn umzuleiten, wenn es sein muss, um diese Veranstaltung durchzuziehen. Während der Aufführung erhöhte Aufmerksamkeit im Stellwerk. Die Haltestelle Danziger Platz steht für 2 Stunden nicht zur Verfügung. Die Folge? Züge müssen umgeleitet werden. Ein Problem? Ja, eigentlich kann hier überhaupt nichts passieren. Wenn ein Zug jetzt zum Beispiel hier Rathaus reinfährt und es kommt ein anderer Zug, hat er immer Signal Rot. Zum anderen wird er das Rot überfahren, wird er hier zwangsgebremst. Ein langsames Dahinrollen. Für die Tänzer ist diese Langsamkeit sehr wichtig. Sie schafft eine Atmosphäre der Konzentration und Sammlung in bewusstem Gegensatz zur Alltagshektik. Tänzer zeigen, wie die Bahnfahrer auf sie wirken. Viele Menschen, aber keine Begegnungen. Der Danziger Platz ist der Ort dieser Beziehungslosigkeit. Denn hier fließen die großen Verkehrsströme Ludwigshafens. Avantgarde-Tanz, der auch beim Straßenbahnfahrer gut ankommt. Es war sehr interessant für mich. Ich war zum ersten Mal mit der Straßenbahn auf der Bühne sozusagen. Habe sehr viel Spaß gefunden an der Musik, an den akkuraten, außergewöhnlichen Körperbewegungen. Konnte das Ganze eben nur von der Seite der Bühne sehen. Vielleicht habe ich nochmal die Chance, es frontal zu beobachten. Einsteigen, Türen schließen. Wenn jetzt die Straßenbahn davonfährt, ist die Vorstellung zu Ende. Eben noch Bühne, jetzt eine ganz profane Haltestelle. Ich habe vor ein paar Jahren mal Tonaufnahmen in einem Depot gemacht, habe festgestellt, hoppla, die klingen ja alle ganz unterschiedlich, diese Straßenbahnen, und hatte dann die Idee zu einem Konzert für Straßenbahnklingeln. Ja. Außerdem haben wir dieses Jahr 150 Jahre elektrischer Rasselwecker, und dieses Depot wird von der VBL aufgegeben, das heißt, das ist sozusagen auch das Abschiedskonzert für die Straßenbahn hier im Depot.
Bam, bam, 6, 2, 3, 5, 6, 2. Fette X, das haben wir hier auf der ersten Seite gar nicht, aber auf der zweiten, das zweite Thema besteht also nur aus Fußglocken, Signalen. Also das fette X, das ist ein richtiges Hämmern, so ein drauf, richtig draufknallen. Es ist ein sehr interessanter Versuch gewesen und insofern war es schon beeindruckend. Ja, das war mal ein ganz neues Klangerlebnis. Ausgezeichnet. War sehr schön. Könnte wiederholt werden. Vielen Dank fürs Kommen.